Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das 10 Fakten about Frodo Video und wir legen gleich mal los. Nummer 1. Frodo liebt Bananen über alles. Jeder vergleicht ihn immer mit einem Minion, weil er einfach, wenn er eine Banane sieht, wird er richtig, richtig lustig. Nummer 2. Er hasst es, wenn ich ihn nach dem Reiten oder den Schieren oder was ich auch gemacht habe, wenn ich ihn in die Box führe. Am liebsten ist es ihm, wenn er alleine hineingehen darf, weil, ich weiß nicht, gefällt ihm einfach. Ja, ist halt so. Nummer 3. Er freut sich immer, wenn wir Zirkuslektionen machen, also er ist total dabei. Aber ab einem gewissen Punkt ist es einfach so, wie wenn man einen Knopf drückt und er sagt so, hey halt, interessiert mich nicht mehr, kannst alleine machen. Ja, und deswegen geht das halt immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Nummer 4. Frodo hasst Fliegen, Mücken und andere Insekten. Er ist in dem Fall so genauso wie ich. Alles, was fliegt und irgendwie schwirrt, sobald im Frühling eine Fliege da ist, braucht man ein Fliegenspray, weil er mit allen vier gleichzeitig in die Luft hüpft und am liebsten würde er einen Purzelbaum machen, damit die Fliege weggeht, aber das tut sie nicht und deswegen Fliegenspray ist bei ihm in Massen zu kaufen. Nummer 5. Frodo liebt es, im Rampenlicht zu stehen. Wenn ich ein neues Kunststück lerne und irgendwer zufällig neben uns ist und ich sage, hey, guck mal, schau, wir haben gerade Van gelernt. Nein. Wenn ich sage, guck mal, schau, wir haben gerade Kompliment gelernt und ich zeige es vor und die anderen schauen dann zu, dann macht er es so perfekt, wie er es dann nie wieder machen wird. Und ja, dann schaut er einfach so, schaut mich an, ich bin so toll, bitte Applaus für mich. Und dann natürlich gleich Leckerli und alles, also er ist total die Rampensau. Und das hat man auch zum Beispiel in, wo war das? Ah ja, wie wir den Auftritt in Stadelpora hatten, bei dem Mensch und Pferd, war es auch so. Frodo war ja am Anfang, war ich mit Frodo alleine drin, danach ist die zweite dazugekommen. Und wie wir alleine drin waren und ich gestanden bin, beziehungsweise rückwärts gegangen bin oder sonst was und er kurz gestanden ist und schauen konnte, hat er mit solchen Augen in das Publikum gesehen und wenn sie geklatscht haben, dann war das für ihn das absolute Highlight. Also der ist absolut menschengeil. Nummer 6. Frodo hat am 23.02.2003 Geburtstag. Nummer 7. Ich habe Frodo seit dem 31. August 2010 um 10.20 Uhr vormittags. Ja, ich weiß es ganz genau. Nummer 8. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Frodo-Fakten zählt, denn mir ist nicht mehr so viel eingefallen. Deswegen habe ich das jetzt geschrieben. Und zwar, Frodo hat alles einmal in Pink. Wir haben wirklich alles einmal in Pink. Viele sagen immer zu mir, er ist schwul. Nur ich finde einfach, es steht einem Rappen sehr gut. Und ich denke mir, es ist eine Farbe. Und eine Farbe macht keinen Charakter aus. Und deswegen, ich mag die Farbe Pink sehr gerne. Deswegen wird er sie auch weiterhin tragen, auch wenn viele sagen, das passt nicht zu einem Wallach. Das ist mir egal, es ist eine Farbe und ja, das ist einfach so. Nummer 9. Frodo hat panische Angst vor Kühen, die im Stall sind. Alle Kühe, die im Stall sind, sind so unheimlich, dass wir uns wirklich hinsetzen. Ich bin einmal mit einer Freundin in den Nachbarstall, also in den Nachbarkuhstall geritten. Und um Frodo mal die Kühe zu zeigen und mal zu sehen, was für seine Reaktion war,
Er hat sich so erschreckt, dass er einfach ausgerutscht ist und hinten einfach gesessen ist. Also er ist wahnsinnig, wirklich wahnsinnig, wenn Kühe in einem Stall sieht. Oder auch andere Tiere, wenn er Ziegen oder Schafe in einer Weide sieht, wird er komplett deppert. Wirklich, da wird er richtig wahnsinnig. Nur, wie wir auf die Schaumbergalm geritten sind und durch eine offene Kuhweide, beziehungsweise einfach zwischen Kühen hindurch auf dem Weg einfach, war ihm komplett egal. Er ist einfach vorbeimarschiert, hat sich nicht umgedreht, hat sich nicht geschreckt, nichts. Wir sind vorbei und auch drinnen dann in dem, weil das war so umzäunt rund um die Hütte, haben wir sie ausgelassen und sie haben dann gegrast. Er ist zum Gatter hingegangen, hat mit den Kühen zusammengeschnuppert und es gab nichts, gar nichts. Ja, er ist einfach eigen. So, Nummer 10 und der letzte. Frodo ist ein komisches Pferd. Das wusste ich immer schon. Nur wenn wir haben viele Schrecktrainings immer, die wir machen, weil viele Pferde bei uns einfach schreckhaft sind. Und ja, es ist nicht schlecht, dass man sein Pferd gegen einen Regenschirm abhärtet oder einen Plastiksackerl, weil man kann ja beim Ausreiten gehen, es kann ja mal ein Plastiksackerl vorbeifliegen und ich denke mir, wenn dann das Pferd panisch davonläuft oder zu steigen, buckeln oder sonst etwas anfängt, da hat keiner eine Freude damit und darum finde ich solche Abschrecktrainings sehr, sehr gut. Ja, und also eigentlich, was ich jetzt sagen wollte, immer wenn wir so Schrecktrainings aufbauen, gehe ich mit Frodo rein, Frodo schaut, schnaubt ab, steht. Ich kann ihn hinhalten, was ich will, ihm ist es so egal, aber wirklich so egal. Wir haben einen Regenschirm, ich habe den Regenschirm auf ihn hinzu, also in einer kurzen Distanz, Entfernung, aufgespannt. Der war wirklich so, pum, Frodo ist da gestanden. Hat geschaut. Vielleicht finde ich das Video noch, dann blende ich euch das noch ein. Und es war ihm egal. Es war ihm so egal. Wir sind durch ein Tor mit Fransen durchgegangen. Das erste Mal hat er so pff. Das zweite Mal ist er schon durchmarschiert. Dann habe ich ihn ohne mich. Es war ihm alles egal. Plastiksackerl, ich habe sie auf den Boden gehauen und einfach wirklich wild umhergeschlagen damit. Frodo ist da gestanden, hat sich gedacht, so, und wann darf ich jetzt endlich wieder raus oder in die Box oder wann machen wir was Cooles? Also Frodo ist alles egal. Wirklich alles beim Schrecktraining. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Nach oben. Und schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr noch andere Ideen habt, was ich euch machen könnte. Es wird noch ein Faktenvideo über Fluffy geben. Aber ich möchte euch ein bisschen motivieren. Und zwar wäre es super, wenn wir es schaffen, dass wir 10 Daumen nach oben bekommen. Dann bekommt ihr das Video 10 Fakten about Fluffy. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir das zusammen bekommen. Naja, dann tschüss. Ups, ich bin jetzt